und herzlich willkommen zu meinem Mathematikkanal. Mein Name ist Schmidt und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Hurra Mathematik. Und wenn Sie etwas gelernt haben bei mir, dann geben Sie mir bitte ein Like und abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Wenn Sie Fragen haben, dann hinterlassen Sie bitte einen Kommentar. Und wenn ich Ihnen zu schnell unterrichte, dann denken Sie immer dran, es ist einfacher Pause zu drücken, als vorzuspulen. Berechnen Sie die optimale Regressionsgrade durch P1, 2, 2, P2, P2, P3, P4. So, da müssen wir jetzt als erstes das lineare Gleichungssystem aufstellen. Dazu brauchen wir die Summe der Quadrate der x-Werte, also 2 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat. Und das multiplizieren wir mit m. Und dann brauchen wir die Summe der x-Werte, also plus diese hier, 2 plus 4 plus 4 mal c gleich das mal dem plus das mal dem plus das mal dem. Also 2 mal 2 plus 4 mal 2 plus 4 mal 4. So, das ist jetzt die erste Gleichung und die rechnen wir jetzt aus. 16 plus 16 ist 32 plus 4 ist 36 m plus 2 plus 4 plus 4 ist 10 c ist gleich 2 mal 2 ist 4. 4 plus 16 ist 20, 28. Das ist die erste Gleichung. So, und jetzt brauchen wir die zweite Gleichung. Dazu nehmen wir diese Zahl, die kennen wir schon, 2 plus 4 plus 4 mal m plus n mal, also Anzahl der Punkte, also plus 3c gleich Summe der y-Werte, das plus den plus den. Also 2 plus 2 plus 4. Und das rechnen wir wieder aus und dann erhalten wir hier 10m plus 3c gleich 8. Also ist das unser lineares Gleichungssystem. Das lineare Gleichungssystem schreibe ich die andere Gleichung nochmal drunter. 36m plus 10c gleich 28. So, und jetzt nehme ich das hier zum Eliminieren, das ist einfacher. Also ich multipliziere die obere Gleichung mit 10, dann erhalte ich 100m plus 30c gleich 80. So, wir multiplizieren jetzt diese Gleichung mit minus 3 und wir erhalten minus 108m minus 30c gleich minus 84. So, und das, wenn wir das subtrahieren, steht hier minus 8m, das c fällt weg, gleich minus 4 oder m gleich 1/2. Das setze ich in die obere Gleichung ein und erhalte 10 mal 1/2 plus 3c gleich 8. So, jetzt sehen Sie, 10 mal 1/2 ist 5. Das heißt, da können wir dann 5 abziehen und wir erhalten 3c gleich 3 oder c gleich 1. Und damit haben wir die optimale Regressionsgerade gefunden und sie lautet y ist gleich 1/2x plus 1 und das ist die optimale Regressionsgerade für diese drei Punkte.